Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit den Neos in der zweiten Staffel. Stehen an in 27 Wochen die Wahlen in Kärnten. Und wir haben ja auch einen großen Aufschwung. Einen großen Aufschwung. Die Frieda von Krümmel bekommt einen an. Statt einen Krieg zu Horntal, das haben wir aber auch schon beim letzten Mal gelesen. Da bin ich mir sehr sicher. Oh Gott, ich bin ja hier heute ein Redelegastheniker. Ist ja schlimm. Gerade schon ein Video aufgenommen und nicht mehr hinbekommen als so ungefähr. Also seit 22:40 gerade. Vielleicht kein so gut Zeitpunkt, um unter der Woche ein Video aufzunehmen. Haben wir eingeführt, wäre das nicht so dafür. Und wir sind Finanzminister, also. Dafür kriegen wir bestimmt Geld. Ach nee, das sind bestimmt Besserverdiener. Ah, das flackert da. Das flackert, das sehe ich doch. Oh, flackert das. Flackert. 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 Die Niedriglöhner. Das flackert. Und das sieht wieder hässlich aus. Moment, lasst mich das mal klären. So, und jetzt blende ich euch das wieder ein. Hoffentlich weg. Ich hoffe es einfach mal. Schaut aber schon besser aus. Nicht mehr dieser komische Rand. Ich dachte, ja, mach ich mal sofort Abhilfe. Sofort Hilfe mit Gerni. Ich muss noch an meinem Werbeslogan arbeiten. Oh, lustig. Auf Feier des Tages gönnen wir uns jetzt, Marie. Das war's uns wert. So, neues aktuelles Thema: Spender Mehrwertsteuer. Eieiei. Finanziellen Lage. Eieiei. Ich würde fast sagen, das müssen wir ausschlagen, weil wir sonst erstens keine Zeit. Erstens haben wir keine Zeit dazu. Für uns zweitens möchte ich unsere Wirtschaft nicht. Kärnten, genau. Und ich möchte endlich umfragen zu Kärnten. Kärnten. Hallo? Nein, nein, nein. Nein, Cannabis soll legal bleiben. Danke. Eingeführt und soll dann abgeschafft werden, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ne? Ja, alle sehr negativ dazu eingestellt. Das ist gut. Das ist an die Cannabis. Oh, die Bierpartei. Oh, die Bierpartei. SPÖ, Skandal und dann SPÖ. Die Hoffnung. Landeshauptmann. Landeshauptmann, 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 Bundeskanzler, Landeshauptmann, Kanzler, Landeshauptmann, Kanzler. Schon auf, schöner Klang. Die Neos Staffel 2 läuft jetzt doch noch relativ lange dafür, dass ich das schon geglaubt habe. Also, ich einfach mal selbst loben. Nein, weil ich zerstöre das Parlament. Schöne Spende, also ich bin hier echt Spendenempfänger Nummer 1. Die Leute werden mich hassen. Egal, ich kriege ja das Geld. Selbst schuld, wenn die mir das. Wenn nicht mit der Bierpartei koaliert. Sollte das jetzt. Ja, gut. Ich mache das jetzt zu einer festen Regel. Bitte Bierpartei in einer Minderheitsregierung. In einer Regierung in Bierpartei führt. Wenn wir sie führen, ist kein Problem. Neos, SPÖ, OP, Grün. Matthias, Erling. Dann, ah ja, schön. Wir haben gerade keine Spende los. Wir brauchen gerade keine Spende. So. Steinsimmel, sie kommen noch, ne? Mhm. Frau Steinsimmel, das finde ich jetzt nicht nett, dass sie das sagen. Ich, ja, ich
Ja, das haben wir eigentlich sehr ökologisch, aber auch sozial und konservativ. Konservativ. Ja, die Frau Rauch eigentlich. Ja, Wenn sie 5000 kriegen, kommen sie bestimmt. Arme Frau. Sehr leid, Frau Rauch. Dann versuchen wir es mit Herrn Sausewind. Den geben wir aber kein Geld, weil er nicht bekannt ist. Nee, Herr Sausewind, nee. Herr Primera, nee, der ist antikonservativ. Herr Hagern. Der ist super. Hey, warum sind wir eine Schrottpartei? Meine Güte. Schwer. Herr von der Alp. Für 5000 ist der Herr von der Alp an Bord. Also bei beiden Wahlen teilnehmen. In Salzburg sind das in dem Fall in 26 Wochen. So, noch ein bisschen ja, landesweit verlängern, auch für die Wahlen, aber natürlich immer ein bisschen länger. Nee. Und ja, wir kriegen bei der Wahl eh wieder Geld. Ich hoffe aber, wir bleiben in der Regierung, damit wir weiterhin Spenden kriegen. Und ich hoffe, dass es nicht 30 Millionen Neuwahlen gibt. Ich glaube, das ist eigentlich so meine Haupthoffnung für diese Wahl. Keine Neuwahlen, sondern wir einfach eindeutig auf Platz 1. Ich erinnere mich an den Trick. Aus Nostalgiegründen führen wir das jetzt mal ein. Ja, wir sind inzwischen ganz schön weit oben. Platz 6 immerhin. Da sind wir schon mal auf einem guten Weg. Die Partei, die ist ja bei den Wahlen ein bisschen am Abkacken, das ist hier. Ja, hier auch ein bisschen, aber nicht gut genug dafür. In die Grünen zu viel. Also müssen wir nochmal bei den Biers da und bei den Grünen mehr Wähler bekommen. 8 Wochen sind Österreich. Ja. Leisten von. Forderung erneuerbare Energien senken. Ja, ihr habt es ja auch noch. Ihr habt ja auch noch alle Tassen im Schrank. Und die Grünen werden wahrscheinlich noch dafür stimmen, so wie ich gerne. Nein! Wow! Das ist ja mal Grüne, Grüne. Okay. Irgendeine Partei, wenn ich nicht dafür stimme, stimmt immer irgendeine andere Partei dafür, die das durchbringt. Ah, diesmal wurde es aber abgelehnt. Preisausschreiben. 96 Euro. Das ist ja. Bin reich. Oh, 96 Euro. Kampfpauschale. Strafzettel, gut. Ich warte jetzt eigentlich auf Salzburg. Und, ich hoffe einfach mal auf, was bei 10.000 ist. Schön, schön. Grüne. Guck mal, wer auf Platz 1 ist. Che? Aber es ist keine Regierung möglich. Das heißt, wir müssen einfach ganz viele Wahlen machen, dann kriegen wir nicht ganz viel Geld. Wir müssen aber auch immer für die Wahlwerbung zahlen. Trotzdem kriegen wir sehr viel Geld. Also eigentlich spielen uns Neuwahlen schon ein bisschen in die Karten. Was kosten Neuwahlen, ja. Als Pokalwahlen, die wir auch voraussichtlich gewinnen. Wären wir vielleicht den Landeshauptmann, da hätten wir am besten den anderen Kandidaten nehmen sollen. Boah, jetzt sind wir aber auch eindeutig auf Platz 1. Scheiße, wir haben doch momentan den Landeshauptmann in Salzburg, ne? Hätten wir doch weiternehmen müssen. Egal. Er ist jetzt unser beliebtester Politiker. Wolfram Becker. So, dann nehmen wir jetzt Herrn Wolfram Becker als Spitzenkandidaten für die nächsten Nationalratswahlen in 21 Wochen. So. Dafür mache ich schon mal Privatwährung, dass wir uns das vormerken. Jetzt eine kleine Investition in die Zukunft, aber. Und wenn wir möglichst auf die Partei verzichten. Wenn es geht, machen wir es. Neos grüne gilt. Plus von der Alm. Verlust. Alle neues Thema. Dann ist jetzt noch Vorarlberg dran. Dann nehmen wir dann Doris Steinsimmels. Sonja Sonnenschein. Die ist schon in Niederösterreich. Ganz schön beliebt geworden. Nehmen wir Arnold Zaun. 26.
Wochen. Langsam wird es hier finanziell knapp. Da jetzt Nationalratswahlen sind, brauchen wir nicht so. Aber wir haben eh einen guten Feuerwehr denn das. Aber wir müssen halt gucken, dass wir noch Geld haben dafür. Für die Österreich-Wahlen an Plakat, an Flyern. Ich glaube, das sollte noch gerade so drin sein. Ah, das wir haben. Jetzt wenigstens noch die Umfragen zur Wahl sehen. Wahlen kommen dann in der nächsten Folge, die Nationalratswahlen. Jojo, ist ja gemein, ne? Heute fertig. Ach, das neue große Anwerbebüro. Das alte ja abgefackelt ist. Naja. Dauert 12 Wochen. Sind wir großzügig. Und ich will jetzt einmal noch die Umfragen sehen. Ach gut, wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen, solange die. Aber im Bund müssen wir mit der Bierpartei koalieren, weil wir sonst keine Zukunft haben. Ich hoffe noch, wir kriegen die irgendwie verdrängt, aber das sehen wir dann, wie erwähnt, in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.